Was ist denn? Was denn? Nee. So, eigentlich müssten wir jetzt aber auch. Jetzt ist auch dieses Ding nicht, dieses Doppelte. Ich darf nicht so laut machen. Was wollen wir jetzt machen? Just Cause 3, bitte. Oh, ist sogar der richtige Disk drin, das ist cool. Willst du noch ein Bierchen im Laden? So, du bist aber auch nicht im Bild mehr, du hängst ja hier irgendwo sonst wo rum. Ja, ich komme jetzt gleich ins Bild. Ich will jetzt erstmal kurz ein Bier. Ich mache nämlich auch noch eins auf. Ja, ich hoffe, ich kann aber die Kamera ein kleines bisschen kleiner stellen, kann ich die noch? Ja, vielleicht sogar mal besser, ne? Ja, wäre schon nett, wenn ich auf Bild bin, ne? Wenn ich schon mal da bin. Aber wenn ich die Kamera kleiner stelle, Mann. Ja. Weil wir nehmen ganz schön viel Bild weg, weißt du? So meinst du das? Jetzt ist die irgendwie zusammengedrückt, oder? Bin ich jetzt blöd? Ist die Kamera jetzt zusammengedrückt? Ich glaube schon, ne? Hallo? Rivano, kannst du gucken? Ja. Mein. Ja, ist zusammengedrückt. Ach, ist doch Kacke. Kacke, Dschungel, Kacke. Jetzt wusste ich so groß. Kannst du die auch wieder bloß an die eine Stelle machen? Nee, ach so, bei OBS ja. Bei Game Capture kannst du die andere Seite machen, was? Was riechst denn du so komisch? Wieso, wie rieche ich denn? Eigentlich müsste ich gut riechen. Eigentlich komplett scheiße. Hallo Geth! Hey, jetzt kommen wieder ganz viele neue Leute rein ins Geschehen. Oder ist das Ding? Ach so. Ich hätte halt gerne. Ist das jetzt echt zusammengepresst oder ist das bloß. Mach mal kurz die Kamera groß. Was guckst du so? Ja, weil du so komische Geräusche machst. Nee. Ja. Passt doch, sieht doch gut aus. Ja, das ist aber riesig groß. Mann. Also die Quali ist gut, aber mach die Kamera bitte wieder wie am Anfang. So, ne? Ist so richtig? Die Kamera wieder so wie am Anfang. Ist es so richtig? Ist es so richtig? Ist es so richtig? Richtig. 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 Ja, da müssen wir es halt da lassen. Das kann ich jetzt hier nicht ändern an dem Programm. Oder kann man die bei OBS, du kennst doch mit OBS aus, kann man die Kamera in irgendeine andere Ecke ziehen? Weißt du das? Gavax? Weil es stört doch jetzt ganz schön im Bild. Es ist dann lieber besser doch, wenn man unten. Ist doch lieber besser doch. Ist doch lieber besser doch. Ey, das ist geil. Also geht das mal weiter. Ist doch lieber besser doch. 5 Zuschauer. Mhm. Bei Witch, Watch. Titch, Batsch, Bitch. Ja, und auch hier, liebe 5 Zuschauer, es gibt hier ein Gewinnspiel wieder. Yo, Mad Max zu gewinnen. Und zwar Mad Max PC zu gewinnen für Steam. Eine ganz einfache Frage. ganz einfache Frage. Wer spielte den alten Mad Max und den neuen Mad Max? Die Hauptrolle. Und das bitte an admin@gamerscheck.lp. Kann man auch nochmal einfügen. Dauerschleife. Oh. Oh, Onkel. Reiß dich zusammen. Admin. Die Antwort bitte an diese E-Mail-Adresse, die ich jetzt reinhau. Und schreibt bitte euren Namen dazu, wer ihr jetzt seid hier im Stream. Weil wir losen das auch in diesem Stream noch aus. Auf. Und aus. Stimmt. Ja. Lösen es auf und aus. Lösen es auf, ja. Und wir lösen es auf. Es löst sich. Ja, also was ich sehr, 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 hast sehr... Hast du den Ton an? Weil du hast jetzt OBS alles aus, ne? Sehr, war das sehr, 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 sehr. Ich hab dir das doch gerade erklärt. Gerade habe ich dir das erklärt. Ja, weil du es vorhin auch angehabt hast. Das ist, weil ich dann ja keine Webcam drin hatte, also war unser Mikrofon ja, stimmt, passt, ja.
Genau das wollte ich auch sagen. Jetzt muss ich das ausmachen, weil sonst haben wir wieder den doppelten Ton. Ich sitze jetzt hier mit meinem zu und Bier. Ich krieg's nicht auf, weil... Du hast den... Das haben sie weg. Den hast du doch dahin gelegt. Farbbild vergessen. Achso. Muss du da rein? Deine Beine sind im Weg. Dankeschön. Du wolltest an meinen Beinen entlang schlabbern. So. Ja, können wir uns hier ein bisschen weiter unterhalten. Wenn ihr Fragen habt, einfach stellen. Geil, die Grafik, also die sieht natürlich, also ich habe das ja mal Videos geguckt im Internet, übelst, naja, aber wenn man so live davor ist, jetzt die Grafik ist traumhaft. Also das werde ich mir, glaube ich, woanders zulegen. Außer ich gewinne es vielleicht. Oh, 6 Zuschauer, freut mich. So, ich hoffe, ihr hört jetzt nicht so sehr den Ton hier. Wir machen mal noch ein bisschen leiser. Komm, ich stoße jetzt nochmal kurz auf dich an. Ja, 6 Zuschauer, also nochmal, ihr E-Mail an diese E-Mail-Adresse. Frag doch da erstmal was zu gewinnen. Also ihr könnt Mad Max für PC gewinnen. Und zwar habe ich eine Frage an euch. Warte mal, bist du in der Höhle? Und zwar, wer die beiden Darsteller von Mad Max waren, also wer spielte Mad Max im alten Film und wer im neuen Film? Die Hauptrolle. Die Hauptrolle, also wer spielte Mad Max, das bitte an diese E-Mail-Adresse senden. Und ja, wie gewohnt, wird dann eben zum Schluss ausgewählt. So, Stößchen. Stößchen. Auf den schönen Abend, auf den Hangout, Hangover. So. Kinderbier. Ja, achso, muss man merken. Ja, ja, nimm ruhig das Bild, die Kamera, nimm alles mit. So, was machen wir denn jetzt mal Feines? Ja, wir sind hier unten. Also ich habe einen Wunsch und mein Wunsch ist, du gehst irgendwo im Wasser kaputt. Irgendwann kaputt, Mann. Einfach ausrasten, total wie ein irrer Psychopath durch die Gegend rennen, alles zerstören, was sich bewegt. Ja, würde ich sagen, mach was kaputt. Wir fahren ja noch ein bisschen rum. Ist jetzt eigentlich der Armstrong noch hier? Ich weiß es nicht. Armstrong, wenn du da sein solltest, bitte schreib in die Kommentare einen hier. In die Back. Boah, geil. Kannst du die Tankstelle kaputt machen? Natürlich. Mach sie kaputt. Er macht die Tankstelle kaputt. Nimm die Panzerfaust. Nimm die Panzerfaust. Ja, bis Munition haben. Hier machen sie anders. Munition sparen. Fährst rein mit dem Auto oder was? Ja. 7 Zuschauer, herzlich willkommen. Aber ich werde es nicht bei jedem. Sagen wir mal, wenn 2 Zuschauer reinkommen, mache ich das Gewinnspiel. Es gibt ein Gewinnspiel. Boah, die Brücke will ich auch sehen, wie die in die Luft fliegt. Grafik ist krass. Wow. Die beste Idee des Tages. Okay, das hat mal richtig gut funktioniert und nicht. Wow. Ist das krass. Ey. Das ist gut geil gemacht. Alter Schwede. Allein für das Gronkh? Gronkh, du Sau. Ey, Gronkh ist cool. Der alte Millionen. Millionenfache, ne? Fast seine 10 Millionen voll. Geräusche von der Knarre hören sich auch geil an. Guck mal. Du bist auf der Rakete. Ich hab's nicht. Und ich habe jetzt, apropos für die Leute, die denken, Just Cause ist reine Zerstörung und so geil geleitet. Ich muss sagen, die Story ist auch sehr interessant. Das war bei Just Cause 2 nicht so der Fall. Aber hier sieht es doch ganz interessant aus, würde ich sagen. Was wollte ich jetzt machen? Ach, Rakete. Und? Ja, gut, er hat die Rakete nicht mitbekommen, aber ihr. Ja, der will drauf kommen, oder der weiß gerade deinen Namen nicht. Gamerscheck_EP. Ja, 7 Leute. Sehr schön. Twitch läuft besser als Google Hangouts. Das ja, ist weil die. Weil das Zocken halt spannend ist, ne? Gerade so ein neues Spiel und. Und diesmal sogar mit Ton. Jetzt habt ihr ja die ganze Zeit, ich überleg gerade, wo man vielleicht noch einen Kraft findet. Er will unbedingt die Brücke die Brücke. Ja, ja. Genau die Brücke. Okay, dann machen wir mal. Mal hinfliegen. Boah, der ist voll schnell unterwegs, ne, mit seinem Fallschirm. Irgendwie sitzt sich voll ungemütlich an. Da steht was. Sieht cool aus, das Game. Ja, vor allem die Explosion, Gabax, richtig krass. Es sieht definitiv cool, es sieht richtig gut aus. Und das ist ja bloß PS4, ne. Spiel das Spiel mal auf PC, das ist ultra mega geil, sieht das aus.
Und ich sage, also es ist wirklich... ein Baller-Action-Game, oder? Das ist diesmal wirklich nicht nur... Töten? Also es macht schon Spaß, hier einfach sinnlos rum zu zerstören. Aber ich muss sagen, diesmal ist auch die Story wirklich interessant. Also... Boah, das war ja im ersten Teil nicht so, im zweiten Teil. Mach ich den nur. Dahin will ich. Nochmal, muss man leider... Ja, bis zum Aufbauen brauchen wir ein Stück. Da kann man nicht einfach hier hinsetzen. Das ist, kannst du nicht draufballern? Selbst nicht machen. Dann sieht man es doch gar nicht. Ach so, du willst es also in die Luft hier flattern lassen. Ja, normalerweise bräuchte man noch mehr Bomben. Jetzt hast du hier die zwei. It's time to Pfeiler. Bomb. It's time to bomb. Kannst du nicht eigentlich auch mit diesem, du kannst ja die zwei Seile an zwei verschiedene Sachen zusammenziehen. Könntest du damit nicht auch die Pfeile aneinander ziehen? Nee. Geht nicht, ne? Da brauchst du Stärke. Das war also natürlich clever. Aber es funktioniert. Fallschirm hier unter der Ding drin. Ah, ich find's auch nice. Wer hat das geschrieben? Geth. Hört sich auch cool an. Von Mass Effect gibt's auch die Geth. Vielleicht ist es ja von da. Kann ja sein. Wenn ja, sag mal ja. Okay, meine lieben Damen und Herren, ich will warten. Guck mal, fährt er jetzt endlich da drauf? Zack. Also das Ding ist, ich habe jetzt diese raketenbetriebenen Dinger. Das heißt, wenn du dir an Autos ranmachst. Bam. Geil, guck mal links. Also das wird auch geil. Ja, da habe ich die Balken. Hab ich Gras. Aber das Geile ist wirklich die... Geth ist von Mass Effect, siehst du? Geil. Ja, ich kenne mich auch ein bisschen aus, ne? So, wenn du... kannst du Schwung holen. Kenn ich doch gar nicht. Was denn? Warte mal, ich muss mal gucken, ob wir hier irgendwas haben zum Zerstören. Ja, ich glaube, Tankstellen sind schon das Geilste an Explosionen. Ach, glaub ich nicht. Oder so ein Bunker oder so wäre auch geil. Da hinten die Insel, was zu bieten hat. Kann man hinfliegen. Da ist ein Boot da unten. Guck mal, da unten ist sogar was zum Zerstören. Pass auf, dann zeige ich dir jetzt mal was. Na klar, jetzt haben wir das. Jetzt tu mal auf. Ich habe keine Ahnung, was du redest, ich freue mich. Nur mal dieses Auto hier. Warte, Papa, warte mal. Ich muss das mal abspielen. Also das ist erst dahin. Der Kanal, wie ist vom Onkel? Da sind so viele Kanals drin und stehen vor Onkel bei. Okay, ich muss mal Papa kurz helfen, er möchte gucken. Ach, fahr du nur weiter, als wäre das ganz normal. Was ist das? Ach so, da, ich dachte, da redet einer. Aber das Auto ist. Ach, ich hab bestimmt das Auto geklaut, ne? Das ist gemein. Aber das Auto hier sieht schneller aus. Komm, wir nehmen uns lieber das. Alles für die Revolution. Ja, das sieht leichter und schneller aus. Okay. Weil ich habe ja jetzt diese geilen Granaten, die jetzt diesen Zündmechanismus da haben. Das ist so eine Raketenantrieb haben. Joa, da klickst du jetzt drauf auf das Video und unten steht dann der Name GamerCheckP, da klickst du drauf und dann gehst du auf Kanalinfo und dann auf Twitch-Kanal. Hab ich mich jetzt verfahren? Scheiße, war nichts. Twitchy-Bitchy. Ah, hier unten ist es. Ah, da hab ich doch verfahren. Moment, geht mal hin. Wir hier. Ah, also man kann schon echt viel Scheiße bauen bei dem Game, ne? Oh, die Grafik ist traumhaft, wirklich. Jetzt kommen wir nicht das Auto, ja. Ansiedlung entdeckt. Hat das denn überhaupt irgendwo sinnlos? Warte noch kurz mit der Zerstörung, bis er da ist. Warum? Ja, weil der gucken kann, das sieht echt geil aus. Da hinten, da kann man es schön hinlegen. Weil der Typ nervt mich auf jeden Fall. Hast sogar Punkte bekommen fürs Töten. So, okay, ich würde sagen so. Ach, du machst jetzt eine Autobombe dran, oder? Oh Mann! Geil! Boah, wie der fliegt! Dich wird niemand vermissen. Mann, ey, jetzt hat er die Karre ja nicht gestellt. Bitte komm, ihr Zentrale! Was ist da draußen los? Bitte komm! Gronk, nix ist los, alles ist gut, Gronk. Mann, dann machen wir es halt mit der Karre. Jetzt haben wir uns extra die Karre geholt. So. Mal hier so.
und los geht's. Dann da so. Und vielleicht da noch so. Kann man immer nur 4 Stück dran machen? Ich hab nur 4. Alle Einheiten hierher. Und so. Du, jetzt müsste das Auto normalerweise. Warten wir noch kurz ein paar Sekunden. Und? Warum fährst du nicht? Na toll. Es hat nicht funktioniert. Geil, aber sah geil aus, ey. Ich hätte normalerweise. Okay. Mann, normalerweise wäre das Auto dann der reingerauscht, wenn wir da hinten schön verstuckt gesorgt. Aber in den Videos, die mir alle Leute immer zeigen, die zusammengeschnittenen Dinger, sieht es immer so verdammt einfach aus. Wir machen das alles super Rebellen. Schnell. Er darf nicht entkommen. Das ist Quatsch, was ich hier mache. Dann ziehen wir zusammen. Aber das ist im wahren Leben dann doch nicht so einfach. Und jetzt muss auf das Fass schießen, oder? Sichtkontakt verloren. Alle Mann ausschwärmen. Wow. Ja, komm, geh kaputt. Jetzt. Yo, ja, weißt du, da fliegen Einzelteile gegen seinen Kopf, aber das macht ihm nichts aus. Die Person ist entkommen. Zurück auf eure Post. Was? Da kommen wir ja das hier. Komm, zieh! Stromausfall. Strom braucht keiner. Die Satellitenschüssel ist übel. So. Nee, Batman. Den modifizieren wir um. Geil, kannst du damit ballern? Den hacken wir mal. Nö, das ist ja Flugabwehr, automatisch. So, zack. Das ist jetzt auf unserer Seite. Ich würde sagen, wir nehmen uns mal schöne Panzerfalls, wir machen mal. Boah, wow, geile Explosion, oder? Wow. Ui. Oh, geiles Kraft, befreit. In einem Fahrzeug in der Nähe sitzt ein gefangener Rebell Rico. Übernimm den Wagen und bring die Geisel in Sicherheit. Wo waren eure Waffen? Sind das deine Freunde jetzt, die Rebellen, oder? Ja. Und wo ist das Imperium? Ja, wenn es Rebellen gibt, muss es auch Imperium geben. Die nehme ich mit. Cool sehen die aus. Mit ihren blauen Türkisen. Und da hinten. So, hier muss man ein Auto entführen. Das Bild ist doch verfügbar. Was hast du denn jetzt? Das ist ja das. Ja, der ist jetzt auf YouTube, er muss aber auf Twitch gehen. Ich schick dir den Link. Mir? Nee, ich schick dir aber den Link jetzt mal. Yo, ich komme jetzt eben kurz ins Stream online und schick dir da den Link. Dann bist du direkt verbunden. Ja? Und speichere den mal. Speichere den mal auf irgendeine Textdatei auf deinem Desktop. So, okay, alle Einheiten. Klare Anzeichen so. Von Gewaltausschreitungen. Alarmstufe. Beschützen. Hier Zentrale. Das Ziel ist immer noch da draußen. Findet ihn. Man kann halt schön viel geigeln hier mit dem Spiel, aber wie gesagt, so tolle Szenen. Oh, Entschuldigung. Wir schicken Verstärkung zu. So geile Szenen wieder, die Leute, die das hier zusammencutten, das muss man auch rausklappen. Wir schicken Boote zu eurer Position. Ja, super. Verstärkung ist unterwegs. Durchhalten, Bodenteam. Durchhalten, Bodenteam. Kronk sagt euch. Macht euch die Ansage. Ja komm, die scheiß Alarmstufe geht wieder weg. Komm her.
check die mal ein. Boah, ja. Sind die jetzt weg? Oh, 6, aber ist nicht dabei. Alle Einheiten in Alarmbereitschaft. Sichtkontakt wiederherstellen. Die Zielperson ist nicht mehr hier. Rebell absetzen. Na, wohin? Aber irgendwo. Das vergesse ich dir nie. Hallo. Nicht zum Angeben, aber ich bin schon unglaublich. Ich kann mich gerade sehen. Warum schon? Hä? Hä? Was? Ich bin aus dem Auto gestiegen, hat's puff gemacht und weg ist er. Aber weg, also weg. Hä? Kommen da noch Schrottteile? Nein. Oh, das sieht aber hier auch schick aus. So, ich glaube, ich konnte meinen Papa retten. Der wollte mir auch gucken. 7 passt, müsste dabei sein. Dabei sein ist alles. Auf jeden Fall gleich was kaputt machen. Oh, 8. Passt doch. Was? Leute. Achso, liebe Leute, ihr könnt auch reinschreiben da, ne? Kommentare hier. Ich kann Fragen beantworten, ihr könnt ein bisschen quatschen, kein Problem. Ich glaube, die sind alle so vertieft in das Game, weil das so geil ist, dass keiner was schreibt. Auf jeden Fall auch nochmal 8 Zuschauer. Genau, zum Gewinnspiel, ne? Genau, mach mal Gewinnspiel. Und zwar, wir haben nämlich ein Gewinnspiel für euch. Wir haben uns für Nikolaus was überlegt, ich und Onkel. Und zwar könnt ihr Mad Max PC-Spiel gewinnen. Und ihr müsst einfach nur eine Frage beantworten. Und zwar gab es ja einen alten Mad Max Film und einen neuen. Und wer da die Hauptrolle hat. Das sind halt zwei verschiedene. Also wer den Mad Max gespielt hat. Genau, wer den Mad Max gespielt hat. Diese Antwort einfach an die E-Mail. Aber er schreibt es nochmal rein. Genau. Und da die Antwort schicken. Und dann werdet ihr nachher ausgelost. Und könnt ihr einen Game Key gewinnen. Key, wie auch Tschüss, immer. Team. Tschüss, Team. Zum Zocken, zum Metzeln, zum Verkaufen. Bist du schon mal als Kabax? Ich will da drüben auf die Insel, dort will ich mir den Stunk machen. Und dazu würde ich aber gerne irgendwas haben. Oder einen Hubschrauber. Hubschraub. Ach, genau, bin ich blöd. Hubschrauber. Das ist immer sogar schneller, als wenn ich mir jetzt hier. Wolltest du jetzt im Kreis fahren mit dem Auto? Was will ich mir jetzt hier. Nee. Ich wollte. Mal, wir lassen uns erstmal schön warten. Da steht was. Was steht da? Kann ich nicht lesen? Worte? Hallo! Bonjour, kommen, Saba! Ja, sauber und mein Vater. Hallo, Chef! Hallo. Oh, jetzt geht's aber los. Hallo zusammen, grüßt euch, das ist schön. Ja. Ja, vorhin haben wir ein Hangout gestartet, da war nicht so viel los, aber Twitch mit Zocken, das ist irgendwie, ne? Aber das ist halt natürlich angenehmer, man guckt hier und nebenbei quatscht man ein bisschen. Ja, ich kann sowas tun. Und das ist halt Just Cause 3 mit Gronkh als Stimme. Guten Morgen, meinst du? Ja, guten Morgen, wie spät haben wir denn eigentlich? Guten Morgen. 2 Uhr. Ja, kann man schon guten Morgen sagen. Und dann ist das neue Spiel hier, Just Cause, macht man sehr viel kaputt und so. Oh, da kommt was. Geil, ich hätte auch gern so, ne, dass mir einer da so ein Lamborghini oder so runterschmeißt, weißt du, vom Himmel? Abwechslung ist gut. Du bist toll. Ach, der ist Franzose. Yo, sauer. Bonjour, ja, bonjour. Aber ich kann kein Französisch. Voulez-vous coucher avec moi? Das ist so. Das ist das Einzige, was ich Französisch kann. Du willst eine flache Lösung machen. Eine flächelnde Frau, wenn nicht, habe ich Pech gehabt. Nee, warum spuckst du mich eigentlich? Ja, keine Ahnung, Alter. Einfach so. Wolltest du nicht duschen? Aber das Game ist richtig cool, da kannst du alles kaputt machen. Das ist genau das Richtige für mich. Zerstören. Also ihr könnt jetzt was gewinnen, liebe Freunde. Und zwar auch für den Franzosen. Ja, oder wir machen es gleich, wenn mehr drin sind. Mad Max Game. Mad Max. Mad Max. Onkel Franzose. Ja, das ist auch europäischer Key. Also Franzis. Nicht nur Schlamm. Oh, was haben wir denn hier? Ich hätte gerne Holländer. Käse! Was haben wir denn hier auf der Insel? Ist da cool, sind da coole Sachen? Keine Ahnung, das ist die kleine Insel, da sind nur Haie drin. Da sind ein paar Steine.
Nun gut, was ist denn noch? Nix. Oh, da ist was Rotes. Alles mal kaputt. Hast du Raketen an Bord? Nee, aber da schiebt er. Voll, Feuer. Doch, du musst eine Rakete haben. Welcher Kampf um Schrauber denn? Oh, geil. Alter, Helikopterunterstützung nähert sich eurer Position. Keine Sorge, liebe Freunde, der Onkel trifft alles, nur nicht die Gebäude. Oh, du bist beschossen, der Flugabwehr. Ich geb dir einen Tipp, da hältst du davon, auf die Flugabwehr zu schießen. Oh. Und abspringen. Oh, ja, du kannst ja schwimmen. Oh, 10 Zuschauer, ja, sauber. Wir haben ein Gewinnspiel. Ja, dann fangen wir an. Nee, also, liebe Leute, es gibt ein Gewinnspiel. Und zwar haben wir Mad Max für den PC, den Key zu gewinnen, den Key. Und die Frage ist, es gibt einen alten Mad Max-Film und einen neuen. Und wie der Hauptdarsteller heißt. Und zwar eine Antwort, die könnt ihr dann unten an die E-Mail schreiben, an die E-Mail. Kannst auch gerne mal reinposten, ne? Wer die beiden Hauptdarsteller sind. Ganz easy. Einfach die Lösung da hinschreiben, nachher wird dann ausgelost und am besten noch den Namen dabei, wer ihr seid. Oder vielleicht auch eine E-Mail-Adresse oder so. Und dann könnt ihr was gewinnen. Was fliegt da nicht hin? Boah, der hat Raketen an Bord, das sehe ich. Hubschrubbschraube! Schieß mal ein bisschen hier rum, wir wollen Explosionen sehen. Die haben immer noch Luftabwehr, oder? Ne, das ist die Flak da. Uiuiui. Da hinten ist so ein rotes Fass, da kannst du draufballern. Und da könnt ihr ein schönes Spiel gewinnen, zum Nikolaus. Boah, geil. Ist ja mega geil. 11 Zuschauer, wow, super, echt geil. Schön, dass ihr alle dabei seid. Entschuldigung, ich habe mich schon reingehangen. Ich habe falsche Taste. Du bist gestorben, wie kann man denn bei dem Spiel sterben? Ich habe falsche Taste gedrückt, ich habe versehentlich. Ja, das sagen sie alle, wenn sie sterben. Die falsche Taste, hier ist dein Bier. Was ist denn los mit dir? Ich wurde eigentlich jetzt eine Fresse. Was? Was machen wir nicht? Okay, du bist gestorben, das kann ich verstehen. Der Wut ist da. Der Wut, der Wut. Wut ist da, das Wut. Ja. Das Wut ist da, der Wut, der Wut. Das heißt ja auch die gerade Kurve, ne? Mhm. Mhm. Das ist das Alcatraz, oder? Hast du schon mal entkommen? Was ist, wenn du jetzt kein Hubschrauber hast? Da kommst du nie mehr von der Insel weg. Ja, das. Das. Komm mal. Oh. Warte, warte, warte. Check. Check. Also, so ein Agent möchte ich auch sein. Im Fallschirm noch die Bazooka laden und abschießen können. Das haben wir noch mehr. Da haben wir nichts. Das kann nicht jeder. Aber er kann das. Ich hab noch so ein Waffen. Gedöns? Ah, da ist er. Da hat er schon eine Rakete. Ein Waffengedöns? Ja, ich bin vorbeigezogen. Aua, ich hab getroffen. Ja. Das Ding sieht tödlich aus. Ja, ja. Der Onkel ballert ja erstmal wie so ein Wahnsinniger. Geil, der ist doch voll reingefallen. Boah, jetzt bleibt doch mal auf, bitte auf eine Explosion, ja, dass die Leute mal das sehen können, wie das so in die Luft fliegt. Ich finde das so geil, die Teile, wie die wegfliegen und so. Aber es ist krass, dass du direkt vor der Explosion stehen bleiben kannst. Alles fliegt weg, aber du nicht, denn du hast ja Magnetschuhe, ne? Was ist da oben? Kraftwerk, oder was? Da bin ich ja hin, aber du willst mich so, ja da bei solchen Fässern stehen lassen. Nee, geh mal da hin. Scheiß auf die Fässer, hoch da. Kraftwerk, oder? Gibt es hier eigentlich ein Atomkraftwerk? Alter, geil. Boah, hier geht alles in die Luft. Übelst. Geil, das wäre doch so voll das Intro, oder? Wenn du so wegläufst und hinter dir die ganzen Explosionen sind. Der portet dich doch an die Decke oder so, wenn du doch so geschlossen bist. Hast du schon? Ja, wegfliegt, genau. Oh! Das war's schon wieder. Ja, das, der Onkel ist leider schon wieder gestorben. Halt! Nein. Er ist halt doch nicht ganz kugelsicher, nur ein bisschen. Ja, macht ja nichts. Geil, ist das ein Schlachtschiff? Geil, da hat sogar Kanonen drauf. Krass, ich habe den übelsten Schwank an den FPS-Zahlen. Gut. Merkt ihr das im Stream auch?
Munition kann man nie genug haben. Ich weiß nicht, merkt ihr das? Ey, du hast sogar einen MG dran. 34 Knoten. Ganz so schnelles Boot. Ah, kann das sein? Könnt ihr mal Feedback geben? Oder was machen wir? Streampause. Ich glaube fest daran, dass ich jetzt. Leider. Da steht was. Ja, merken wir auch. Was, also der Gabbert, was merken wir? Ja, den Stream jetzt ausgemacht, da steht noch was. Und Ivano, das ist kein Schlachtschiff, sondern ein Kanonenboot. Ah, okay. Ja, es hat ja auf jeden Fall eine Flak drauf, das habe ich gesehen, so mitten im Spiel. Schlachtschiff wäre natürlich richtig geil. Aber so ein Ding haben die natürlich nicht. Das Granatwerfer gerade, ne? Sehr geil gemacht, das Spiel. Aber bis jetzt gefällt mir am besten noch, wenn man eine Brücke kaputt macht und Tankstellenexplosion. Ja, nee, Zerstörer ist auch nicht. Wahrscheinlich, das sah aus wie so ein kleiner Transporter oder sowas. Oder so ein Jäger. Ja, auf jeden Fall war es eine Flak drauf. Krass. Alter. Guck mal, dein Arm hat geblutet. Was haben die Penner? Was haben die? Jetzt haben die Penner, ich bin zu dem Hubschrauber hin, haben die mich abgeschossen. Auf dem Hubschrauber, den Hubschrauber abgeschossen. Hm. Ja, eigentlich leider. Die sind halt böse.